Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings. Herzlich willkommen bei Wolfsrudel. Jetzt ist ja vor 2 Tagen Far Cry 3 rausgekommen. Weiteres Let's Plays kommt auf jeden Fall Koop-Modus und ja, natürlich Multiplayer. Maximal ein, zwei Singleplayer. Zwei, drei Singleplayer Let's Plays, wo ich. Also halt, die nicht direkt eine Mission sind oder so. Sondern eher irgend so eine selbsternannte Mission, keine Ahnung, Tiere töten oder was weiß ich, oder. Also, ist nicht so, weil ich bin nicht mehr so der Typ, der Singleplayer Let's Play, eher Multiplayer, das ist schön witzig mit anderen Kumpels, wenn man halt genug hat, die das gleiche Game haben. Und daher wird der Benny immer dabei sein im Black Ops 2 Multiplayer. Zombie-Modus wird sicherlich auch mal zum Zocken werden mit uns Zweien, aber bisher haben wir. Vielleicht mal 5 Minuten gezockt, weil es ist halt nicht so der Hammer Zombie-Modus wie in Black Ops 1, weil die, na, ich weiß auch nicht, die Zombies, die Maps sind nicht so der Hammer und es ist alles viel offener. Man kann sich nicht mehr so schön verbarrikadieren und man kann nicht mehr komplett durch die ganze Map rund durchlaufen, man ist halt schade. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Natürlich Medal of Honor, ein, zwei Let's Plays von dem. Das schlechteste Medal of Honor, das jemals rausgekommen ist, obwohl ich nur das 2010er noch gezockt habe. Aber das ist um Längen besser als The Warfighter. Also der Singleplayer ist ja wirklich, ich finde den Singleplayer wirklich gut. Abwechslungsreiche Missions, die man sonst von Ego-Shootern gar nicht kennt. Auch die Grafik ist genial. Aber der Multiplayer ist echt eine Verarsche. Das ist Wahnsinn. Erstens mal ist er als eine Alpha-Version rausgekommen. Das ist gigantisch. Dann, ja, wie gesagt. Ein, zwei Let's Plays, ein Let's Play, in dem ich sage, wie scheiße das Game ist, und ein, in dem ich mal ein bisschen, ja, vielleicht abgehe, mal ein bisschen One-Shot-Sniper-Kills mache mit dieser überpowerten Tech-50-Sniper, das ist ja gigantisch. Und dann, genau, World of Tanks, aber das wird eher selten, weil, wie gesagt, jetzt haben wir Far Cry und Black Ops, Far Cry 3 und Black Ops 2. Und ich baue zurzeit auch in Minecraft an meinem Schlachtschiff Bismarck 2.0, die zweite Version. Und mit dem Flow bin ich auch, Minecraft-Server habe ich da und da zocken wir halt auch ab und zu. Das heißt, die drei Games zocken wir jetzt nur noch hauptsächlich. Wie gesagt, ich wollte eigentlich, hatte vor, Medal of Honor doch bis Level 100 zu spielen. Vor knapp einer Woche ist mir dann klar geworden, Alter, wie dumm musst du sein, um das Spiel bis Level 100 zu spielen? Du quälst dich ja nur. Und wie kann man für das Spiel die Hälfte der Zeit deiner Zockerzeit verschwenden und dann die andere Hälfte nur Black Ops oder Far Cry 3, lese ich ja nicht. Ich bin jetzt Level 61 oder so und das reicht mir eigentlich auch. Also ich werde da nicht mehr viel Multiplayer zocken, obwohl es ist halt einfach schade, weil das Spiel hat auch 50 € gekostet und naja, einmal Singleplayer durchspielen oder maximal zweimal und das war's dann, ja. Aber okay. Ja, vielleicht. Na, ich weiß nicht, ich glaube, ich teste noch weiter zocken. Aber ja, World of Tanks, wie gesagt, da habe ich jetzt auch ein paar gute Panzer. Panzerkampfwagen 6, ein Tiger halt. Und Löwen und Jagdtiger, also das sind schon geile Panzer. Wird Benny höchstwahrscheinlich auch immer dabei sein. Und Flo, wie gesagt, er macht ja keine Let's Plays mehr. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht überreden kann, dass ich mal ein Let's Play mache auf unserem Minecraft-Server und er halt dann dabei ist oder so. Kann er ja schlecht Nein sagen, er muss ja gar nichts sagen. Oder wäre halt schon besser, wenn er was sagt, aber so sind wir wenigstens zu zweit. Weil alleine habe ich normalerweise echt keinen Bock mehr. Außer im Singleplayer irgendwas. Multiplayer nicht so. Da will ich eher mit Kumpels zusammen was machen, weil das einfach viel mehr Lust, viel mehr Fun bietet und mir es viel leichter fällt zu reden und über verschiedene Dinge zu reden und keine Ahnung, ein bisschen, keine Ahnung, überdreht sein und so. Das ist halt alles auf einer lustigen Geschichte basiert und so. Ihr Spaß am Angucken des Videos habt und des Let's Plays und vielleicht noch mal ein paar interessante Nebeninfos zum Game oder überhaupt. Sicherlich wird das der Fall sein und es ist halt einfach zu zweit besser, weil zwei Köpfe denken, sind schlauer als einer und denken mehr mit. Nicht, dass man noch irgendwas Wichtiges vergisst, das ist oft so bei einem Let's Play und danach denke ich mir, fuck, ich habe mindestens 5, 6 Punkte vergessen, die ich noch sagen wollte. Aber ich habe eh schon so viel gelabert, von dem her ist das dann doch okay. Genau, dann habe ich noch ein Game vergessen, den Landwirtschaftssimulator 2013. Kommen jetzt bitte nicht mit solchen Sachen wie, was willst du mit einem Simulator oder Landwirtschaftssimulator? Ich bin auch kein Bauer. Ja, Leute, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen.
mit allen Fahrzeugen, die es da auch gibt. Ich weiß, wie jedes Gerät heißt. Ich weiß, ich kenne mich mit den sehr vielen Traktoren aus. Also ich bin einfach, ich bin und werde immer ein Bauernkind bleiben. Und auch wenn ich jetzt in der Stadt wohne, ist es wird immer im Hinterkopf bleiben, dass es mein Spezialgebiet ist und dass ich mich da auskenne, besser als jeder andere meiner Kumpels. Aber zwei Freunde von mir haben den Landwirtschaftssimulator auch. Wir sind jetzt in einer 16.000 Einwohnerstadt. Hier gibt es viele Bauernhöfe und so. Also wir sind keine Großstadt, von dem her sind wir alle ein bisschen ländlich aufgewachsen. Oder weil viele sind auch immer zu mir auf den Hof gekommen und wir haben dann was gespielt oder keine Ahnung, einen Traktor gefahren und so. Baumfälle gebaut. Nee. Und deswegen habe ich den schon geliebt, als er 2008 rausgekommen ist, der erste Landwirtschaftssimulator. Und der 2013er toppt ja wirklich alles. Der toppt den 2011er. Multiplayer ist wieder da, super. Viele Mods, das ist auch eine Sache, weil nur mit den Standard-Fahrzeugen würde ich sicher nicht spielen, weil das sind seit 2 Jahren Deutz-Traktoren und ich hasse Deutz. Es gibt so einen Spruch: Deutz das große Wunder, außen Blech und innen. Alter, ich hab Wort kurz irgendwie so, ne? Okay, nochmal. Deutz das große Wunder, außen Blech und innen Plunder. Na? Von John Deere gibt's keinen. Das ist ja, wir hatten auch auf dem Bauernhof 2 John Deere Traktoren. Und ja, wie gesagt, wenn Mods rauskommen, John Deere Mods als Traktoren oder als Mähdrescher, dann werde ich mir die sicherlich runterladen und lade sie mir auch runter, weil ich John Deere Freak bin. Und es macht auch einfach Spaß, mit super Grafik zu spielen und einfach auch, das ist so realistisch hinbekommen haben. Und alles so, die Map auch nicht, alles nicht mehr so billig wie 2009er oder 2000. Achter, es ist alles so geil ausführlich gemacht. Die Grafik, das ist der absolut beste Simulator, den es gibt, und um Längen besser als so manch Ego-Shooter. Ob C, okay, CSS, da gibt es ja viele, die verehren das Game oder sonst was, aber es bockt auf jeden Fall verdammt. Also, wenn du einen Kumpel hast, mit dem dann auf dem Hof, genau das gleiche wie Minecraft. Minecraft oder Landwirtschaftssimulator, zockst du das mit einem Kumpel, mit Flow, Flow hat ja Landwirtschaftssimulator auch und Minecraft, wie gesagt, wir zocken beide, haben beide gezockt. Minecraft zocken immer noch und LS haben wir nur ganz kurz gezockt. Aber es wäre halt schon geil, wenn er da dabei wäre, weil es macht einfach so viel Spaß zu zweit. Der eine bearbeitet das Feld, der andere sät das Feld und der andere, das ist einfach genial. Macht super Spaß, mehr als jeder Eco-Shooter, also das finde ich schon Hammer. Ja, zu Black Ops auch noch ein paar Worte. Für mich ist es nach MW2 das beste COD. Also ich bin echt zufrieden. Die Story ist der Wahnsinn. Macht mir echt Spaß und Waffen sind genial, auch im Multiplayer. Ich finde es halt alles ziemlich ausgeglichen. Es ist egal, welche Sturmgewehr du nimmst, du bist mit jedem fast gleich gut. Also klar liegt dir vielleicht das eine oder andere besser und drei Sturmgewehre haben wieder Dreier Schusssalven. Das ist nicht so das Neide, weil du halt dann wirklich immer treffen musst, dass du den Gegner auch tötest, und ich bin oft der, wenn er einen Gegner sieht, erst dreimal daneben schießt und dann schießt er noch dreimal und danach ist er tot. Und du brauchst aber mindestens 2 Salven, um den Gegner zu töten. Also von daher bin ich trotzdem da nicht so gut. Aber mit einer FAL ist das schon wieder was anderes. Der ist ja halbautomatisch, also bum, 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 wie schnell man halt drückt. Aber Salve musst du halt wieder warten, bis die 3 Schuss abgefeuert wurden, bis du wieder feuern kannst. Dann ja. Aber mit jedem vollautomatischen Sturmgewehr, also ab M27. MTA, wenn ich dann die M8A1 habe oder die AN94, sind geniale Sturmgewehre, und ich zock meistens sowieso nur MPs und Sturmgewehre, eigentlich fast nur Sturmgewehre und MP7 und Vector. Das ist halt leider so eine Sache. Ja, okay, das war erstmal so eine kleine Info-Let's Play, wo halt alles nochmal gesagt wird. Wie gesagt, ich wurde Anfang Oktober operiert am Fuß und oder bin immer noch krank geschrieben, 3 Monate jetzt insgesamt bis Ende Dezember. Bis dahin werde ich sicherlich ein paar Let's Plays machen. Aber wie gesagt, es war eben, ja, das letzte ist fast gut 2 Monate her, das letzte Let's Play. Und es ist echt wieder Zeit, und wir hatten, wie gesagt, Flow ist halt nicht mehr dabei und ich hatte überhaupt keinen Bock die letzten 2 Monate. Erstens auch einfach viel Stress, und ich meine, bis Ende Oktober war es sowieso nicht möglich. Und da die alten Games, was ich da mal hochgeladen habe, die zocke ich eh nicht mehr, egal was. Also ich habe mir auch Hitman Absolution und Assassin's Creed 3 runtergeladen. Aber ich werde die, glaube ich, auch nicht Let's Playen. Maximal irgendwann ein Let's Play oder so.
und von Hitman auch nur dann. Ich meine, ich habe drei Games jetzt mit Minecraft, Black Ops 2 und Ding zocke ich noch, wie gesagt, Far Cry 3. Jetzt, ich hab nur nicht mal den Singleplayer gezockt von Far Cry 3, nur Multiplayer. Und eine Runde gerade mal, also ich hab Schiss vor dem Game, keine Ahnung. Ich pack's mit meiner GTX 470 gerade mal auf Mittel, sehr flüssig. Das heißt, flüssig kann man es nennen, es ist nicht sehr flüssig, aber flüssig. Also es ist brutal, das Game. Obwohl ich jetzt finde, dass die Grafik jetzt nicht so überdreht abnormal ist. Also ich, wenn ich jetzt an Crysis 3 denke, wenn Far Cry 3 Crysis 3 toppen würde, das kommt erst in 4 Monaten raus, das ist ein bisschen heftig. Naja. Jetzt haben wir schon 19 Minuten, okay. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, wie gesagt, ich hatte lange Zeit keinen Bock und ich war eben auch, ja, verhindert. Ich war auch 2 Wochen im Krankenhaus oder eine Woche und mehr, wenn du Schmerzen hast. Du hast einfach keinen Bock, wenn du noch so nicht so fit bist, aber wie gesagt, jetzt geht's mir blendend und naja, ich muss halt noch auf Krücken gehen, aber das ist eigentlich nicht so das Schlimme, also es geht schon. Dumm ist halt, wenn du irgendwas also, tragen willst oder irgend so irgendwas Mittagessen oder so willst du den übertragen, kannst du nicht. Und das ist entweder eine Tupperbox machen oder du isst in der Küche auf der Platte, auf der Arbeitsplatte. Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, ich werde auch noch ein Let's Play hochladen, das habe ich gemacht. Oder ich mache es nochmal, die Mission, ich weiß nicht. Die Mission, wo Menendez durchdreht, die finde ich ja wirklich super. Und die ist auch schön blutig und so. Und ja, da gibt es halt einfach Gemetzel und da metzle ich jeden nieder. Und ich glaube, das werde ich sicherlich noch hochladen. Und ein Kommentar, vielleicht auch ein bisschen harte Musik, damit das auch passt. Das ist ja nur 3 Minuten, das Gameplay dauert 17 Minuten, aber die ersten 3 bis 4 Minuten sind nur dieses, wo es halt abgeht und danach kommt dann die Videosequenz, wo Menendez doch Tochter dann stirbt. Und ja. Ja, Leute, das war's dann erstmal. Also, die sind auch, ihr seht auch auf dem Kanalbild, die Spiele, die ich spiele, die noch hochgeladen werden, die anderen werden nicht mehr hochgeladen, weil ich gar nicht mehr spiele. Auch nicht mehr installiert habe, weil ich ja vor kurzem, das heißt vor kurzem, vor 1, 2 Monaten meinen PC mein Windows 7 neu installiert habe. Was vielleicht noch möglich wäre, weil ich mir zu Weihnachten eine GTX 680 hole, dass ich höchstwahrscheinlich mal so bisschen Crysis 2, also halt ein Let's Play Crysis 2 und eins von Crysis Warhead mit irgendeinem Grafikmod zocke, alles auf Enthusiast, also auf der höchsten Grafikeinstellung. Ich habe es gestern, oder na, wann war, ne, nicht gestern, das war ich, vor einer Woche gezockt mit meiner 470, aber mit dem Grafikmod und ich habe es auch sehr flüssig zocken können. Na klar, ist das noch besser. Es geht nicht mehr flüssiger als mit einer 680, ja. Von dem her, aber ich kann es trotzdem jetzt auch halt auf Maximum spielen, also da ist kein Problem. Ja, genau, zu World of Tanks, ja, selten halt, ne? Wie zurzeit eben gar nicht, weil es einfach nicht gezockt wird. Vor einem Monat war es noch so, da war noch, als der Landwirtschaftssimulator noch nicht draußen war, oder Medal of Honor, da habe ich halt den Landwirtschaftssimulator, habe ich nur am Anfang übelst gesuchtet. Du kannst ja nicht jeden Tag übelst suchten, weil meistens nur im Singleplayer, weil Flow halt nicht on war und das war sein Server, also musste ich warten und habe ich meistens offline gezockt. Medal of Honor ab und zu, wie gesagt, weil ich das Spiel eben scheiße fand. Und jetzt gibt es halt Black Ops, das wird jeden Tag gezockt. Ich liebe das Spiel und ich bin da auch sehr gut drin. Also ich komme fast, nein, nicht fast, aber ich komme an meine Battlefield-Quote ran. Ich meine, Battlefield habe ich jetzt eine 1,40er-Quote, 1,40. Bis vor kurzem 1,39. Also wie gesagt, jetzt bin ich auf 1,28, 27, 1,27, 28, 29. Also um 0,1. Sag ich mal, schlechter, aber ich bin trotzdem, ich freue mich, dass ich gut bin und das macht mir auch Spaß an das Spiel und das ist einfach toll. Und ja, wenn es zu Weihnachten dann die 680 gibt, dann bin ich sowieso glücklich. Und ja, was ich noch kurz sagen wollte, vielleicht so eine kleine Randinfo, ich verkaufe über eBay ein paar PC-Komponenten, unter anderem einen Zalman VF 3000F. Grafikkartenlüfter für die GTX 465 und 470, weil meine 470
einen Fehler hat, die Platten, die Hauptplatte, die Lüfterplatte, die runter muss, damit man den Lüfter montieren muss, die geht nicht ab, weil die Schrauben unten schon so, ja, verhunagelt heißt auf Bayerisch, also das Gewinde schon, oder besser gesagt, das ist eine Kreuzschlitzschraube und du kannst die mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher nicht abnehmen. Geht nicht, weil die schon so, denn der Kopf schon so kaputt ist, dass du quasi durchdrehst. Also es ist schon quasi abgebrochen. Und ja, jetzt kann ich den Lüfter nicht montieren und der ist so gut wie neu. Also es ist verdammt leise, das stimmt wirklich. Das haben sie in tausenden Tests gezeigt und er braucht nicht viel, ist verdammt leise, was noch? Dreht sich auch nicht schnell. Und natürlich die Temperatur ist das Wichtigste. Also die Temperatur ist geschmeidig. Das ist Wahnsinn, 50 Grad Maximum. Also das ist genial. Wie gesagt, ich würde mir gar keine 680 kaufen, wenn der Lüfter drauf gepasst hätte, aber leider eben nicht. Jetzt muss ich doch etwas mehr Geld in die Tasche mitgreifen und ja. Was verkaufe ich noch? Meine alte 9600 GT, die mir immer gute Dienste erwiesen hat. Die hatte ich jetzt ein Jahr einfach rumliegen, weil ich mit eBay nicht klar kam, aber jetzt habe ich doch den Schritt gewagt und ich muss sagen, das eBay ist doch gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Und ja, eine Funkmaus verkaufe ich noch von Trust, aber es werden halt die nächste Zeit, werde ich auch, halt wenn ich meine 680 habe, werde ich noch ein bisschen warten, bis ich mir wirklich sicher bin, dass ich die 680 will und die nicht umtausche, weil ich hatte die Auswahl zwischen einer Gigabyte 680, einer Gigabyte 670 und einer Palit 680. Vom Preis her ist die Palit die teuerste, aber nur 5 € teurer als die Gigabyte 680. Und die günstigste ist natürlich die für 70, das sind schon fast 80 €, was die günstiger ist. Ich finde es trotzdem riskieren, weil es ist die 670 und 680, die Leistung ist ja so nah beieinander, das ist Wahnsinn. Das ist wie noch nie zwischen der 470 und wie 80 oder einer 570 und 580. Viel mehr Unterschied als zwischen der 670 und 680. Das ist 4% mehr Leistung, aber ich habe mir gedacht, mein Hoster, die hat die 680er, die Palit sieht schon so verfickt geil aus und hat blaue LEDs. Ob es jetzt wirklich so leise ist und so gut kühlt, wie alle oder wie einige sagen, das will ich eben testen, aber ich mache jetzt nicht so einen Schuss draus. Ich meine, ich kaufe es über Amazon und dann kann ich es umtauschen oder schicke es zurück, kriege ich Geld wieder und dann kaufe ich mir die 470. Also eigentlich kaufe ich mir die 680 von Gigabyte, werde ich eigentlich sicher nicht kaufen. Außer die Palit 680 ist scheiße, übelst laut und so. Und die 670 auch, aber laut Statistik ist die 670 am leisesten, kühlt am meisten, aber am leisesten, aber um so viel mehr, ne? Das wurde in Zone angegeben und da hatte die in 2D-Betrieb, die Palit 680 2D-Betrieb hatte die 1,9. Und, nein, nein, nein. Wartet mal. 2,4 Zone im 2D-Betrieb, im 3D-Betrieb, also Spiel quasi, beim Spielen, hatte die 4,5 und im 3D-Betrieb, also mit 3D-Brille quasi, in 3D-Funktion, 4,9. So, jetzt kommt die 670, die hatte, also diese Angabe Zone, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, ich weiß nur, dass es leiser ist, wenn die Zahl niedriger ist. Und der hatte mal im 2D-Betrieb 1, nein, doch 1,9 Zone und dann 2,9 im 3D-Betrieb, also Battlefield oder so, und mit 3D-Brille, also im vollen 3D-Modus 3,5, das sind 1,5 Zone weniger. Das sind fast immer 1,5 weniger, also es ist Wahnsinn, wie viel leiser die ist. Die Leistung, also ich glaube, ich hoffe halt einfach, dass die Palette wirklich gut ist. Wenn nicht, dann muss ich mir Gigabyte kaufen. Aber vom Aussehen her wäre die Palette mein Wunschtraum. Aber wenn es das halt nicht so leise ist, mir ist gute Temp also wirklich niedrige Temperatur und leise Lüftung und Kühlung echt sehr wichtig. Also ich will absolut nichts hören von der Grafikkarte, wenn ich sowieso im 2D-Betrieb bin. Also wenn ich am Desktop was mache und wenn ich spiele, will ich sie verdammt minimal hören. Also ich will die nicht laut hören, weil ich zocke nie mit Kopfhörern. Ich zocke immer so und ich will da echt nichts hören. Und wenn vor allem mein PC läuft öfters über die Nacht, wenn ich ein Let's Play oder Videos hochlade oder was runterlade. Und da penne ich und der PC läuft. Ey, ich will da echt nichts hören, ne? Das ist doch klar.
Und am lautesten sind aber zurzeit die Noctua-Lüfter, die vom CPU-Lüfter halt. Leider dachte eigentlich, Noctua steht für leise, aber anscheinend doch nicht. Naja. Ja gut, Leute, macht's gut. Es war jetzt erstmal ein ziemlich langes Let's Play. Ein ziemlich langes Video oder Gerede jetzt von mir. Aber gut, man hat auch 2 Monate nichts mehr von unserem Kanal gehört. Ja, aber ich habe das Wichtigste, ich habe Battlefield 3 vergessen, natürlich. Übermorgen kommt ja für den PC Aftermath raus, also am 4. Und dann wird das Game den ganzen Tag gefistet, also ich werde das. Oh, ich werde das so fisten, Alter. Ich freue mich schon so. Gut, keine neue Waffen finde ich schade, aber ich habe sowieso noch ein paar Waffen, mit denen ich auf 1000 Kills will. Also die neuen Maps, neue Aufträge, das neue Maps, vor allem der neue Modus, das finde ich geil. Und die Aufträge will ich halt natürlich schaffen, da werde ich dann wieder schon oft Battlefield zocken. Ich bin halt so einer, der will alles schaffen einfach, vor allem bei so einem Game wie Battlefield. Ich wollte eigentlich alle 45 Aufträge schaffen, bis Aftermath rauskommt. Habe ich nicht. 2 oder 3 fehlen noch. 3 fehlen noch. Und hinter dir! Jetzt kommen halt dann nochmal 10 oder 15 dazu. Oder 20 sogar. Ich glaube 10 von Aftermath, nochmal 10 Premium. Alter, auf jeden Fall verdammt viele brauche ich wieder ewig, bis ich die wieder gefarmt habe oder gespielt habe. Einige sind sie fast nicht zu schaffen, wenn du sowas nicht machst. Lass es ich wieder 50 Squad-Hilfen oder mit so Humvees oder so 50 Kills zu machen, bin ich bescheuert. Ich spiele zu 80% nur Team Deathmatch. Und wenn ich mal große Maps zocke, dann fahre ich sicher im Panzer oder im Heli rum und im Auto, auch wenn ich mich zwinge. Ich meine, alle anderen fahren auch im Panzer rum, da hast du doch keine Chance. Also. Da werde ich das meistens mit Kumpels farmen, also eher boosten in irgendeinem Server, dann hocken halt dann Kills oder so, dass ich das einfach hab und ja. Ich wollte eigentlich unbedingt noch ein Team Deathmatch Let's Play von Operation Metro machen und meinen geilen Glitch oder besser gesagt unseren geilen Punkt, den wir gefunden haben. Da Benny hat ihn mir gezeigt. Man kann da übelst geil oben campen und halt schön alle wissen. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich das ein Display auch, also so ein Video aufgezeichnet habe, da war ich eine 100 Kills, also eine 4er-Quote, glaube ich sogar. Also war ein richtig geiles Ding. Und das muss ich auf jeden Fall irgendwann mal hernehmen. Man sieht es sowieso, wo ich da gekämpft habe. Tut mir leid, aber ich campe normalerweise nie. Ich campe wirklich nie. Also ich campe kurz, wenn ich Magazin mache. Lade, ja, die ist gut, weil Müll oder ist auf 1000. Wenn es irgendwie aufzeichnen will, die Laufdistanz, glaube ich, wäre ich ziemlich weit vorne, so viel wie ich immer rumrenne. Also ich renne wirklich immer rum, wenn ich Team Deathmatch zocke. Ich campe nirgends in der Ecke, wenn dann mal vielleicht 10 Sekunden länger nicht. Oder wenn ich halt tot wenn ich halt kurz vorm Sterben bin, klar, wenn ich halt sehr viel Leben verloren habe, dann kämpfe ich mit einer kurzen Ecke und warte, bis ich wieder annähernd 60-70% habe und dann schmeiße ich mich wieder los und dann ich einfach keinen Bock dazu. Ich will was? So Leute, das war's jetzt aber endgültig. Ihr seid bestimmt schon eingeschlafen und denkt euch, Alter, wollt ihr endlich auch aufs Labern? So, das würde ich mir beantworten, nämlich jetzt. Also macht's gut, bis zu unserem beiden Play. Das heißt, seit langer Zeit eben wieder. Ich weiß noch nicht, welches Game es wird, aber Benny wird bei den meisten dabei sein und da freue ich mich drauf. Er hat dann die nächste Woche frei und damit sicherlich verdammt viel schon mal vorbereitet werden, aber noch nicht so hochgeladen. Also nächste Woche kommt mindestens 1, maximal, mindestens 2, sage ich mal, ja, cool. Maximal unendlich. Okay. Also, tschüss Leute, macht's gut und einen schönen Sonntag. 33 Leute. Thank you.